halt nur irgendwie. Nehme ich mal an, wir laufen mal kurz hier lang. Das ist irgendwie so der einzige Weg gerade. Hier ist nur auch wieder dieser komische See. Großes Stück Holz. Alter, wo können wir ja alles lang? Muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Haben wir ein Boot? Was aber nicht mehr ganz so gut aussieht. Könnten wir da lang? Nee. Ich nehme an, die Kiste leuchtet so ein bisschen verdächtig. Leuchtet so ein bisschen. Könnte man vielleicht drauf kommen. So. Ah, guck mal, haben wir es ja jetzt schon geschafft. Ew. Einfach voll gesprungen. Okay. Nee, hier. Oh, hier. Nein. Hier. Einfach noch ein bisschen weiter vorwärts. Okay, wir haben eine Anomalie. Okay, warte, wir haben mehrere. Warte, da oben ist einer. Oh, einer ist kaputt. Da ist noch einer. Okay. Ja, aber an die komme ich jetzt gerade nicht mehr ran, oder? Irgendwo. Ah, da. Die hat sich auch hier. Hä? Achso, nee. Können wir jetzt? Who is he? What did he hide here? Anscheinend können wir jetzt plötzlich doch. Aber er hat irgendwas versteckt. Da. Ein Messer. A hunting knife. Mit. Someone must have used it recently and tried to hide it there. I'll take it, just in case. Okay, nehmen wir einfach das Messer mit dem Blut. Auf jeden Fall können wir das hier dann schon mal jetzt aufschneiden. Auch sogar mit Mausbewegung schneiden. Komm, danke. Ja. Ja, aber mit dem Messer kommen wir da jetzt aber on. Warte. Lass uns mal kurz hier gucken. Gibt's hier irgendwie einen Weg? Nee. Können wir hier irgendwie hoch? Ich glaube, nee. Gucken wir mal die andere Seite an. Ah! Guck mal, da können wir das Messer benutzen. Hallo. Yay. Ach, das muss jetzt nach außen. Hallo? Da. Ist hier irgendwo eine Tür? Nö. Da ist eine Tür. Die ist abgeschlossen. Ah! Da können wir die Leiter hoch. Hallo! Es sieht total sicher aus.
Total. Wer kommt auf die Idee? Wow, wow. Was war das? Oh, da hängt ein Hirsch, würde ich mal sagen. Und die Spannung baut sich wieder auf. God, who could have done this? This wasn't just some poacher, more like a fucking sadistic hunter. Es hat gefiept. Oder doch nicht. Ja, da blinkt was. Wait, the beeping. It's as if it's coming from the inside. The animal is hung up on a rope. Maybe I can get up there and cut it down. Du kommst auch auf Ideen, wo ich mir denke. Ja. Komm. Warum wieder? Leuchtet hier irgendwas wieder? Cool, verdächtig. Ich habe Angst, da drunter zu laufen. Hallo? Leuchtet hier irgendwas? Kann ich hier hoch? Oh, ich will nicht unter dem Ding stehen. Oh. Okay. Oh, da können wir... Nö. Aber ich will nicht unter dem... Hallo? Schmeiß sie bitte mal weg. Okay. Okay, sagen so, sollte mit dem Piepen irgendwas sein. Kann ich jetzt hier, glaube ich, recht. Ich hatte gedacht, ich könnte jetzt dann hier ganz recht. Ich dachte mir jetzt eigentlich nur, weißt du, wir wollten eigentlich nur eine Sicherung suchen, ne? Ja, auf dem Ding stand ja nicht irgendjemand eben. Ich mag es nicht, unter dem Ding zu laufen. Okay, Hüpfi. Yay. Oh, yay. Yay. I'm sorry, aber du bist wahrscheinlich eh... hinüber. Ah, lecker. Bitte beweg dich nicht. Ah, lecker. Oh, this is sick. Oh. Oh, ja. Puke. Ah, danke. Ich wollte eigentlich weggucken. Excuse me, mach mal bitte hin. Oh, und ne... Ah, und ne Dingens. Was all this equipment? And why was it in... Fuck, what if the Soviets sent someone to follow us? Well, there is the fuse. So the fucker who gutted the animal has also been in our house, in our basement. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got a goddamn fuse. Time to go to the basement and turn the power back on. Yay, he's awesome. I don't like this. Someone's butchered a deer and the evidence suggests that sick fuck has been in our house. Jemand hat sie absichtlich entfernt, aber warum? Und was ist das für eine Maschine, mit der sie verbunden war? Yay! Und plötzlich ist die Tür auf.
Yay. Alles ist wundervoll. Alles ist schön. Ein Weg. Unsere Frau wartet ja nicht seit keine Ahnung wie lange. I remember back in the day some twisted kids in the area played with the occult, but I don't think this could have been them. Besides, the equipment that was inside it looked like military grade. Clearly the locals make new neighbors feel welcome. I just hope they don't mistake us for turkeys on Thanksgiving. Oh, lecker. Ich glaube, wir müssen hier runter. Whee! Das ist ein bisschen hoch. Ich nehme an, wir müssen hier lang. Wo geht's hier lang? Ah. Where could it lead to? What other secrets does this place hide? Noch nicht. können wir überhaupt schon rein? Ich glaube nicht. Da brauchen wir. Ich habe das Gefühl, brauchen wir einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Okay, aber wir wissen schon mal, da ist nochmal ein creepy Ort. Als gäbe es davon nicht genug. Yay. Hi, Emma. Du bist jetzt... Wow, dafür, dass wir jetzt die ganze Zeit im Matsch rumgelaufen sind. Emma? Hallo? Emma? Hallo? Oh. Ach, lass einfach die... Fuse die Sicherung reinmachen und wieder unseren geliebten Keller. Hallo, ich würde gerne meine hier die Taschenlampe. Wie war das? Wie ging die Taschen? Nein. Ach, die ging automatisch an. Stimmt ja. Yay. Machen wir einfach schnell. Gut, rein. Auf geht's. Cool. Power's back on, I guess. Ich hab das Gefühl, irgendwas passiert. Warum ist die Katze hier nicht vorbei? Interesting. Nee, ist or nicht. Maybe it's no big deal. Maybe I've just been reading too much Poe. Well, my job here is done. I better go back under Emma's thumb, considering her mood swing. And it's only the third month. What's it gonna be like by the ninth? Ach du hast es reingesteckt. Hi. Okay. Jesus, oh, God. You want me to have a heart attack? Yo. Cool, huh? Wonder if some magician used to live here. Sure, Harry fucking Houdini. Maybe he's never gotten out of that hat. Ja, erinnert mich eher an jemand anderen, den wir in dem Spiel schon gesehen haben. Yay. Now watch carefully. If it's a rabbit, I want it for dinner and a stew. Ta-da! Clever. You think you can sugarcoat the work for me with magic? Where do we start? Ah, einige Zeit später. Ach, wir haben die Box mit Bargeld geholt. Darling, do I really have to remind you what the doctor said? You've done it plenty of times already, but really, I don't have to sit idle all the time. Still, in your condition. It's not critical. I'm just pregnant, remember? Oh Gott, ich dachte schon, es wäre irgendwas mit dem Kind. Okay, wir können hier was. Streiche die Wand. Okay. In den Sachen ist nichts. Nein. Ja, ich komme gleich. Okay, sonst gibt's ja nichts. Okay, dann streichen wir mal die Wand. Alter, bitte, Ehring glitzert noch voll. Oh, guck mal. Yay. Have they called you from work yet? No. And did you give them our new number? Honey, it's the government. They even know the angle you're tilting your head at.
Und das macht nämlich Spaß. Ever thought about doing something other than, you know, cryptanalysis? I mean, before you joined the CIA? Like what? Like something that doesn't come with being responsible for millions of lives. Some job without all the spies, agents, and double agents lurking behind your back? Without the constant feeling that you can't trust anyone? Not really. Besides, I can trust you, right? Alter, wie viel müssen wir noch streichen? Ah. Can you move that piece of furniture? Ich dachte, ging's gerade nicht gut. Ey. Oh, hab ich doch schön gestrichen. Es war nur ein kleines bisschen von... Weiß nicht wie viel. Ja, und wohin? Nach rechts. Oh Gott. Now I regret putting that thing on my head. I wonder who that guy was. Steht bestimmt hinten drauf. Maybe if we hang this in the bedroom, you'll come to us in our dreams and tell us everything. I'd hang you first. Okay. Sorry, buddy, you're going to the basement. That's the proper place for gentlemen from the previous century. Einige Tage später. Oh mein Gott, ist doch bald schon eine Woche dann vorbei. Ich weiß aber, andere komische Bilder haben wir aufgehängt. Wir kriegen einen Anruf. Wir brauchen sehr lange, um aufzuwachen. Also wenn mein Telefon klingelt, bin ich aufgeschreckt. Keine Ahnung, wie schnell. Hey, aber echt hübsch gemacht. Hi. Hello. It's David. So, this is it, boss. This is the moment when you start to rush me and I start to sweat. I don't want to press you too much, but I haven't heard from you for a week now. So I thought, maybe he was killed by bears or wolves. I'd better call him. Because you're stuck in the middle of nowhere, right? Yeah, I'm stuck in every possible way. You're not the only one. Three quarters of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Harold? The one who intercepted the telegrams. What happened? I don't know. Stress. He's been paranoid lately. Seeing Soviets everywhere. Either he went nuts and did something stupid, or those Soviets did get him after all. Fuck. On our soil? Well, they could be anywhere. And I don't want to think he's playing both sides. To make it even worse, Bill and Mildred will shut down the project if we don't make a breakthrough in the next few weeks. I've got the documents from Janice with me. I'll get down to work. Good luck. And give my regards to your wife. I'll call you in a few days. There goes my vacation. The cipher machine is in the office. I've wasted enough time already. Ich dachte mir, sie haben in ein paar Tagen eigentlich schon richtig viel geschafft. Hui. Interessante Tür. Ist das der Schreibtisch schon unten? Nur eine komische. Und ein Stück Pizza. Geldbeutel. Lass mir einfach draußen rumliegen. Das Buch liegt schon sehr lange da. Wo ist sein Arbeitszimmer? Da können wir immer noch nicht lang. Da können wir auch nicht hin. Wir können raus. Hallo. Schließen wir die Tür wieder. Da können wir nicht hin. In den Keller will ich nicht hin. Was hier? President Carter's speech, entitled Crisis of Identity,
was concluded with a reflection concerning the Soviets. Their most powerful weapon is not the atom bomb, but a unique capacity to drive other nations into madness and chaos. Carter believes that at this stage of the Cold War, our nation needs unity more than anything else, because our enemy's only chance is in making Americans doubt their government and all the values that this country has been built upon. In other news, the St. Louis Cardinals won yesterday's game at the Memorial Stadium. Okay. Die Zeiten damals waren schon krass. Schönes Wohnzimmer. Kein Fernseher. Gab es überhaupt schon Fernseher zu der Zeit? Ein leerer Schrank. Yay, wir haben einen neuen Raum. Um mehr über die berühmtesten internationalen Kryptoanalysen zu erfahren, müssen Sie zuerst die Grundlagen des Das ist ein Rechtschreibfehler. Codeknackens meistern. Sind Sie in der Lage, sämtliche Namen zu entschlüsseln, die wir hier versteckt haben? Verschiedene Zahlen für verschiedene Personen. Nutzen Sie Caesars Scheibe und lernen Sie... I need to go back to the office. Ich bin im Büro. Und lernen Sie die Genies der Kryptographie kennen, die den Lauf der Geschichte unzählige Male nachhaltig verändert haben. Sind Sie der Herausforderung gewachsen? Muss ich das jetzt machen, oder wie? Später. Okay. Ah, still warm. Oh, irgendwie auf Kaffee hätte ich jetzt auch gerade Lust, aber dann kann ich wieder nicht schlafen. Ja. So, how do I do it again? First, let's take a look at the manual. Ist das das? Lesen. Open the cover and place the cylinders. Easy. Okay. Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen. Dieses Gerät muss vor seiner Aktivierung erst kalibriert werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor. Erstens, öffnen Sie die Abdeckung an der Oberseite, indem Sie auf den Griff an der rechten Seite drücken. Zweitens, legen Sie danach die Zylinder mit den römischen Zahlen wie folgt in die Steckplätze. Warte, es ist wieder Zeit für Notizblock. Damit ich nicht tausendmal nachgucken kann. Okay, die 2 muss in 1. Die 4 muss in die 2. Die 5 in die 3. Und die 3 in die 5. Nee, nicht 3. Die 8 in die 4. Was habe ich denn gerade für einen Schwachsinn erzählt? Schließen Sie die Abdeckung, stellen Sie die im Fenster angezeigten Zahlen von links nach rechts. Oh mein Gott. Okay, warte, Teil 1. Dann machen wir hier. Warte, von links nach rechts. Der wird im Fenster. Okay, warte. 2, 14, 6, 22. Dies ist die sogenannte Startposition. Öffnen Sie die Abdeckung an der Unterkante des Geräts. Stecken Sie die Kabel hinter der Abdeckung. Alter, was man hier alles machen muss, bevor man überhaupt anfängt. Stecken Sie die Kabel hinter der Abdeckung in die folgende Position. Okay, warte, machen wir wieder. A, F, G, Z, R, T. Schließen Sie die Abdeckung. Führen Sie einen Test mit dem Testpasswort. Meine Güte, warte. 1. Erstmal markieren, was ich alle machen muss. 2, 3, dann B, P, F, L, U, P.
Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, sollte Ihnen eine dekodierte Botschaft angezeigt werden, in diesem Fall Friday. Wenn nach Ihren, Ihnen nach Abschluss der oben genannten Schritte nicht diese Botschaft angezeigt wird, müssen Sie das neue Gerät neu kalibrieren. Beginnen Sie erneut mit Schritt 1. Okay, wir haben alles vor uns. Und... okay, warte. Okay, ich bin doof. Was müssen wir jetzt? Okay, Topcover. Okay. Button. For starters, I need to open the top cover. To get inside, I need to open the top cover. Ja. For starters, I need to open the top cover. To get inside, I need to open the top cover. For starters, I need to open ja. The top cover. Aber welche Handle? Das ist mein Problem. Ah. Ich sehe keine rechte Handle. Bin ich doof? Nö. To get inside, I need to open the top cover. Ah. I need to take the right cylinders from the table. Luckily, they're numbered. Okay. Erstes Problem haben wir schon mal gelöst. Wir haben es öffnen können. Okay, die 2. Das ist die 2. I need to remember that each cylinder goes into a specific position. Ja, die 2 kommt in Position 1. Die 4. Warte, das ist 6. Ich finde es nur, da oben ist die 5. 1, 5, 3, 6, 7, 8. Dann ist das die 4. Die 4 kommt in die 2. Die 5 kommt in die 3. Und die 8 in die 4. Okay, the first part's done. Yeah. Now it's time to set the cogs. Okay, dann von links nach rechts. Okay. In 2, 14, dann 6 und, oder gehen wir mal zurück, weil... Piece of cake. Now for the last step, the wires at the bottom. Right, now I just have to plug that in using the right order. Okay, jo. Dann. Warte. A. F. G. Z. Ja. T. That's it. Now I just need to enter the password. Okay, und das war? I have to be careful. If I click the wrong letters, I'll have to reset the cogs. Ah, nee. Okay, warte. B. Wo ist das P? P. F. L. U. Okay, it works. I can get down to it. Oh my god. Yay! Ach nö. Now what? Jo, das freut mich auch. 29 and 30. Okay, here we go. Ja? Still nothing. Fuck. Nein, pass auf. Oh. Ja, überhaupt nicht beunruhigend. Halte er, um Rätsel zu überspringen? Nö. This terrible crime shocked. Fuck. This looks like our house. The victim's throat was slashed. This is getting too fucked up. Seriously. Ja, guck mal, da ist was anderes.
God, how long has this been here? Is this blood or just rust? Is this what I think it is? More notes from Nicholas. Oh no. It hurts, so I must be alive. Nein! Damn it.